Es ist ein kühner Plan, den mobile.de und eBay Motors Geschäftsführer Peter Schmid da ausgeheckt hat. Er will zwei Autos zersägen lassen und daraus mit Hilfe von Designer Steffen Kutter wieder eins machen. Das Deutschlandauto. Eine Mischung aus Golf und BMW, den beiden im Internet am meisten gesuchten Autos. Uns fasziniert es schon seit Jahren, dass da Millionen von Menschen fast täglich nach Autos suchen. Und wenn man sich überlegt, dass 90% aller Menschen, die ein Auto suchen, auf diesen beiden Seiten nachts im Auto suchen, kann man sagen, dass das, was dort passiert, ziemlich gut das widerspiegelt, was insgesamt alle Deutschen tun. Und die suchen online genau das am häufigsten. Einen Golf oder einen BMW. Zwei Autos, die nicht nur vom Image her eigentlich nicht zusammenpassen. Also das Dach vom Golf ist hier vorne schmäler wie vom BMW. Und hier in dieser Schnittstelle sieht man eigentlich den Übergang. Ja. Dass das ausgeglichen werden muss. Ja. Und dann noch die Höhe. Vielleicht können wir es nochmal drehen, das Modell. Sagt man auch, das ist unterschiedlich hoch. Ah ja, das sieht man jetzt hier schon. Das jetzt hier zum Beispiel. Hier dieses Dach. Der Golf eigentlich vorne hier in diesem Scheitelpunkt auch viel höher ist, wie der Scheitelpunkt hinten vom BMW. Ja. Vorne Golf, hinten BMW. Was in der Theorie schon am Computer schwierig aussieht, muss in der Realität noch lange nicht funktionieren. Ein Schrauberteam aus Ellerbeck bei Hamburg nimmt die Herausforderung an und beginnt damit, einen gebrauchten Golf aus dem Internet zu zerlegen. Sven, Bart und Stefan nennen sich die Bad Toys. Sie haben keine Hemmungen, wenn es darum geht, etwas kaputt zu machen. Aber werden sie es auch schaffen, aus zwei halben Autos wieder eins zu machen? Eine so schwierige Operation ist auch für die drei erfahrenen Schrauber automobiles Neuland. Wo das nachher nervös wird, ist eben nachher, dass man darauf achten muss, dass nachher die Dachpartie und der Schwellerbereich stabil genug ist. Denn man kann nicht einfach ein Fahrzeug in der Mitte durchschneiden und einfach so wieder zusammenschweißen. Dann wird nachher irgendwann das Fahrzeug in der Mitte sich durchbiegen oder verzieht sich und alles sieht nachher krumm und schief aus. Und damit wäre der TÜV wohl nicht einverstanden, denn der soll die Eigenkonstruktion aus VW und BMW am Ende auch noch für den Straßenverkehr zulassen. Sven und seine Kollegen finden einen 3er BMW mit verbeulter Front. Hinten noch völlig intakt, ist er das ideale Heck des Deutschlandautos. Mit schwerem Gerät machen sich die Schrauber daran, den BMW in der Mitte durchzuteilen. Spätestens jetzt ist der BMW wohl nicht mehr fahrbereit. Während sein Heck die Ehre hat, zum Fond des neuen Deutschlandautos zu werden, kommt das verbeulte Vorderteil auf den Schrott. Am nächsten Tag ist Hochzeit. So nennen die Schrauber den Moment, in dem das Vorderteil des Golf und das Heck des BMW zu einem Auto werden. Um die beiden unterschiedlichen Karosserien miteinander zu verbinden, fertigen die drei Verbindungsbleche an und schweißen sie ein. Ihre größte Sorge, die Stabilität der beiden halben Autos. Solange die Seitenbleche nicht richtig verschweißt und fest mit der Materie sind, kann das immer noch passieren, dass die BMW-Hälfte noch zusammenfällt. Zahllose Verbindungsbleche, Schweißnähte und Bolzen später ist es soweit. Testfahrer Stefan macht sich bereit für die erste Probefahrt. Es sieht zwar noch etwas seltsam aus, aber es fährt tatsächlich. Wenn auch nur bis auf den Anhänger. Denn als nächstes muss das Deutschlandauto zum Lackierer. Carsten Kunstmann soll mit Spachtel und Schleifmaschine das Wunder vollbringen. Die breite Naht zwischen den beiden Autohälften soll unsichtbar werden. Die Herausforderung ist ganz klar, wir haben zwei verschiedene Dächer und da müssen wir hier einen fließenden Übergang einarbeiten, das wir mit Spachtelmasse machen werden, als wenn das so aussieht, als das gehört. Ganz leicht fällt die Wahl der Farbe, schwarz und blau. Das sind laut der Untersuchung ganz klar die beiden beliebtesten Farben bei den Autosuchenden im Internet. Carsten Kunstmann wird das Deutschlandauto daher vorne blau und hinten schwarz lackieren. Nach mehr als 900 Arbeitsstunden ist es dann soweit. Das fertige Deutschlandauto rollt aus der Schrauberwerkstatt. Was wir hier sehen, ist das Deutschlandauto, was eine Kombination ist aus vorne VW Golf und hinten 3er BMW. Genau das sind die Modelle und die Marken, die bei Mobile und eBay Motors gesucht werden, am häufigsten gesucht werden. Und genauso sieht man in der Farbe, was die zwei häufigsten Farben sind, die gesucht werden, nämlich hinten schwarz und im Verlauf dann übergehend zu dem klassischen Blau. Das sind die Top-Farben im Internet, so wie sie gesucht werden.
Wenn man dann auf die Reifen schaut, auch hier ist ein Abbild der Realität. Nämlich vorne haben wir zwei Winterreifen und hinten hat das Fahrzeug zwei Sommerreifen. Auch genau diese Kombination ist das, was man heute im Internet sucht und dann auch findet auf den beiden Plattformen. Ja, wir befinden uns nun im Innern des Deutschlandautos. Vorne wieder VW Golf in Reihenform und hinten BMW 3er, das Interieur, hier zu einer Einheit verschmolzen. Wenn wir uns jetzt die Details anschauen, dann sehen wir genau das, was heute im Internet gesucht wird. Ein Navigationssystem, ein Radio mit CD-Player und eine Funk-Alarmanlage. Natürlich hat das Deutschlandauto auch ein Schiebedach. Auch das ist heute Standard bei einem Gebrauchtwagen, wenn er bei Mobile oder eBay Motors gesucht wird. Mit der lang ersehnten Zulassung ist die Aufgabe Deutschlandauto für die Mechaniker erledigt. Doch die sind fast ein bisschen traurig, dass es jetzt fertig ist. Wir haben es bewiesen, dass es geht. Und irgendwo hängt man doch an dem Fahrzeug schon dran. Alleine dadurch, dass man so viele Stunden da schon an Arbeit reingesteckt hat. Außerdem stecken darin die Suchkriterien fast aller Deutschen, die im Internet ein Auto suchen. Wir haben stichprobenmäßig 30 Millionen Suchabfragen genommen. Man kann aber, wenn man die Gesamtzahlen anschaut, sagen, dass 90% aller Deutschen in diesen Zahlen drinstecken, die ein Fahrzeug im Internet suchen. Und insofern ist es mehr als repräsentativ. Auch wenn diese Mischung aus Golf und BMW genau das ist, was die meisten Deutschen sich wünschen, wird dieses Auto wohl bleiben, was es ist. Ein Einzelstück.